Hallo und herzlich willkommen zu Unicorn. So, heute wollen wir mal ein wenig auf das Fräsen eingehen. Das Thema liegt mir sehr am Herzen, weil da immer noch sehr viel schief geht und auch schief gehen kann. Deshalb möchte ich das Ganze heute mal ein wenig vertiefen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass euch das Video gefallen hat. Ansonsten könnt ihr auch gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Und ja, legen wir los. Als extrem wichtig erachte ich, dass ihr erstmal feilen lernt, bevor ihr euch überhaupt überlegt, eine Fräse anzuschaffen. Denn wenn ihr die Kunde noch blutig feilt oder das Gel noch nicht richtig schön gefeilt bekommt, dann solltet ihr erstmal an dieser Baustelle arbeiten, bevor ihr euch erstmal eine Fräse anschafft. Wozu benutzt man eine Fräse eigentlich genau? Mit einer Fräse könnt ihr auch einen Türrahmen abschleifen. Kann man machen, ist aber scheiße. Ich persönlich benutze eine Fräse nur dafür, um das Gel der vorigen Modellage abzufräsen oder um so ein bisschen die Nagelhaut zu entfernen. Manche benutzen eine Fräse auch, um sich das Nachfeilen zu erleichtern. Das mache ich aber lieber mit einer Feile, weil ich damit genauer arbeiten kann. Außerdem könnt ihr mit einer Fräse natürlich auch unter dem Nagel fräsen, mit einem kleinen Aufsatz. Ist immer sehr praktisch, falls da mal Verfärbungen vom Rauchen sind oder halt eine kleine Kante von einer Schablonverlängerung. Damit könnt ihr sowas super entfernen. Was kauft ihr euch am besten für eine Fräse? Ich würde euch empfehlen, lieber ein bisschen mehr Geld auszugeben, sonst bezahlt ihr doppelt. Definitiv, ich hatte in meinem Leben schon so viele Fräsen und die waren alle günstig, aber alle auch scheiße. Später habe ich mich dann auf die ProMade-Fräsen eingeschossen. Die sind wirklich sehr gut für den professionellen Bereich. Ich persönlich habe jetzt eine ProMade 1030. Die ist ganz gut für Einsteiger. Sieht zwar ein bisschen Tussi-like für mich persönlich jetzt aus, aber ist natürlich Geschmackssache. Vom Kostenfaktor her habe ich diese Fräse bei eBay gekauft für 180 Euro, glaube ich. Ich glaube, sie kostet neu um die 250, müsste ich aber nochmal genau recherchieren. Ja, guckt einfach mal so ein bisschen bei eBay oder wie auch immer. Da könnt ihr die Dinger immer ganz günstig schießen. Aber was machen die günstigen Fräsen eigentlich so schlecht? Die günstigen Fräsen haben meistens nicht genug Power. Das heißt, ihr drückt auf den Nagel drauf und dann hört ihr auch schon auf, sich zu drehen. Zudem gehen die auch relativ schnell kaputt, denn der Staub ist natürlich recht aggressiv, wenn das Ganze in den Motor reinkommt und dann könnt ihr das Ganze auch schon wegschmeißen. Die Drehzahl ist natürlich auch wichtig. Die Drehzahl bestimmt, wie schnell sich die Fräse dreht. Wenn ihr das erste Mal fräst, versucht es erstmal mit einer kleinen Drehzahl, um euch erstmal an das Feeling zu gewöhnen. Umso besser ihr werdet, umso schneller könnt ihr das natürlich hochdrehen. Ich persönlich dreh das Ganze auf die höchste Stufe, um wirklich das Ganze schnell abfräsen zu können. Und bei der Nagelhaut würde ich euch empfehlen, das Ganze lieber eine Nummer kleiner zu stellen. Nicht, dass ihr an der Stelle den Nagel zu dünn feilt, dann habt ihr da so eine kleine rote Stelle. Das sieht natürlich blöd aus. Und die Nagelhaut ist auch natürlich ein empfindliches Thema. Nicht, dass ihr da irgendwelche Verletzungen verursacht. Ihr solltet außerdem die Laufrichtung der Fräse beachten. Rechtsdrehen ist für Rechtshänder und Linksdrehen ist für Linkshänder. Hängt damit zusammen, denn wenn ihr es vertauscht, dann rutscht ihr mit der Fräse zum Kunden und das könnte böse enden. So, aber was braucht man eigentlich für Aufsätze bzw. Bits? Ich persönlich benutze diese drei am häufigsten. Das ist einmal der Nagelhaut-Bit. Der ist wirklich ganz gut, um die Nagelhaut wegzumachen. Dann habe ich noch einen zweiten Nagelhautbit. Damit kommt man immer sehr gut in schwer zu erreichende Ecken rein. Und dann noch einmal den, den ich am häufigsten benutze. Das ist der ganz grobe Fräskopf, um die Gelschicht zu entfernen. Zudem würde ich euch noch diesen Bit empfehlen. Den habe ich jetzt leider nicht hier.
Der ist super, um unter dem Nagel zu fräsen. Den würde ich nicht ganz so grob wählen, sondern ein bisschen feiner, denn ab und zu möchte man ja auch unter dem Nagel irgendwelche Verfärbungen wegfeilen oder halt auch nur das Gel wegfeilen, und da muss es nicht ein ganz grober sein. Generell würde ich euch empfehlen, auf Metallbits zu setzen. Die transportieren im einen die Hitze vom Nagel am besten ab und kühlen auch am schnellsten aus. Damit jammert die Kunde nicht so schnell rum, dass der Nagel zu heiß wird. Zum anderen lassen die sich besser reinigen. Was ihr euch auf keinen Fall organisieren solltet, sind diese Papierfräsköpfdinger, Teile, Scheiß. Die würde ich wirklich nur nehmen, um mal eine Tischplatte abzuschleifen, aber auf keinen Fall auf den Kunden loszugehen damit. Zumal ihr immer wieder neue kaufen müsst, falls die verschlissen sind. Und die werden auch sehr heiß auf dem Nagel. Das heißt, auf keinen Fall diese Dinger kaufen. Wie reinigt ihr die Bits am besten? Am besten mit Desinfektion, ganz klar mit Metalldesinfektion. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Ultraschall-Reinigungsgerät machen. Ansonsten gibt es noch für die grobe Reinigung eine Art Drahtbürste. Die blende ich mal jetzt ein. Und mit der kriegt ihr den groben Dreck auf jeden Fall super raus. Und danach könnt ihr das Ganze desinfizieren oder beziehungsweise in ein Desinfektionsbad legen. So, starten wir jetzt erstmal mit dem Gel abfräsen. Achtet dabei darauf, dass ihr nicht zu weit auf den Naturnagel kommt, und man sollte auch nur so circa 80% mit der Fräse das Gel abfeilen. Achtet beim Fräsen darauf, dass ihr wirklich nur mit kurzen, schnellen Bewegungen auf dem Nagel fräst, denn sonst wird das Ganze zu heiß und die Kundin wird auf jeden Fall jammern. Zudem könnt ihr mit diesem Fräskopf auch noch mit der Spitze fräsen. Das ist immer ganz komfortabel in den Ecken. Außerdem könnt ihr natürlich mit der Fräse auch noch den Nagel kürzen. Wenn er wirklich extrem lang sein sollte, einfach die Fräse senkrecht nach oben und dann an den Nagel entlang gehen. So habt ihr euch schon mal ein bisschen Arbeit gespart und müsst das nicht mit der Hand feilen. So, wir machen jetzt erstmal die Nagelhaut weg. Lockert die Haut vorher erstmal mit einem Rosenholzstäbchen. Ich fange erstmal mit einem spitzen kleinen Nagelhautbit an und gehe damit einmal durch die Ränder, um die kleinen Nagelhautfussel zu entfernen. So, als nächstes gehe ich mit einem geraden Nagelhautbit an die Sache, um die Nagelhaut noch mal einmal so ein bisschen komplett zu entfernen. Dabei solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht zu fest auf den Nagel drückt, ganz wichtig, und natürlich auch nicht zu viel die Nagelhaut wegfeilt. Das könnte dann schmerzhaft werden. Probiert es am besten erstmal an euch selber aus. So, das war's jetzt auch schon mit dem Thema Fräsen. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze gut erklären, so dass ihr jetzt auch ein wenig sicherer seid mit dem Umgang der Fräse. Ja, mir bleibt nicht viel zu sagen, außer lasst doch mal einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass euch das Video gefallen hat. Ansonsten Kommentare sind gern gesehen, und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen. Bis dann, euer Chris.